Hey Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute mal, was der neue Echo 5 kann und ob es sich lohnt, von dem alten zu wechseln. Denn ich dachte mir vor der Präsentation, ein Sprachassistent ist halt gleich ein Sprachassistent. Aber ich bin schon ziemlich zufrieden mit dem, was er jetzt mehr kann. Auf jeden Fall bekommen wir bessere Audioqualität. Ich persönlich benutze meinen Echo Dot auf jeden Fall manchmal zum Musik hören und finde, der Sound ist gar nicht schlecht. Der soll jetzt auf jeden Fall viel besser werden. Das heißt, der Klang wurde verbessert, Amazon verspricht eine Verdopplung der Bässe und einer 50%igen Reduzierung der Verzerrungen von dem Lautsprecher. Das Coole ist, es gibt auch eine Version mit einem Display sozusagen. Naja, Display ist übertrieben, es sind einige Pixel, die man benutzen kann. Das heißt, eine Art Display, was euch dann verschiedene Sachen anzeigen kann. Zum Beispiel den Interpreten von bestimmten Songs, die ihr gerade hört, die Uhrzeit, die Temperatur und einfach bestimmte Daten, die ihr gerade abfragen möchtet. Könnte ganz nützlich sein, wenn ihr das einfach von der Ferne aus sehen möchtet. Zum Beispiel finde ich es ganz gut, dass ich bei dem Echo Show 15 immer die Uhrzeit sehen kann. Also jetzt habe ich gerade den Bilderrahmen-Modus aktiviert, aber sonst sieht man halt hier immer die Uhrzeit, was ich eigentlich ganz praktisch finde. Und beim Echo Dot habt ihr das dann halt auch. Das gibt es natürlich jetzt auch schon mit der Uhr, aber bei dem neuen könnt ihr auch andere Daten auf dem Display abbilden lassen. Wir bekommen einen Beschleunigungssensor und einen Temperatursensor. Und das finde ich ganz cool, denn mit dem Temperatursensor könnt ihr dann auch wieder bestimmte Verknüpfungen erstellen und diese Daten in bestimmte Routinen einbauen. Und an sich war es das auch mit den Verbesserungen. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, wieso ich finde, dass es jetzt gute Verbesserungen sind. Ich persönlich finde, diese ein, zwei Verbesserungen reichen einfach, weil ich mir denke, was soll beim Echo Dot groß anders gemacht werden. Ich finde das Produkt an sich, wie es jetzt ist, schon ziemlich gut. Und jetzt haben wir noch ein paar kleine Erweiterungen, was es noch besser macht. Vor allem zum Beispiel den Sound. Und der Preis ist halt auch relativ ähnlich. Das Ding kostet jetzt 50€ und mit der Uhr 65€. Und bei irgendwelchen Prime Days wird das wieder auf 35€ runtersinken. Das heißt, preislich ist das Ganze noch in Ordnung. Ich glaube, ich würde mir die Version holen mit der, mit dem Display und zeige euch da mal, was das Ding so kann. Außerdem bekommen wir einen neuen Echo Studio. Ich muss sagen, mit dem habe ich wirklich nicht viel am Hut. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr dieses Ding habt. Lohnt es sich, das zu kaufen? Denn der soll jetzt auf jeden Fall einen noch besseren Sound bekommen. Obwohl der Sound, soweit ich jetzt gehört habe, schon richtig gut sein soll. Da haben wir jetzt einfach eine neue Farboption, die nennt sich Gletscher Weiß und das war's da dann auch. Was ich da halt überhaupt nicht verstehe, ist, dass auch die Leute, die den Echo Studio jetzt bereits schon haben, per Update auch besseren Sound kriegen. Das heißt, eigentlich habt ihr nur eine neue Farbe. Ja, ich muss sagen, für dieses Produkt interessiere ich mich nicht so doll, weil ich schon eine andere Anlage zu Hause habe. Falls ihr sagt, es lohnt sich, das Produkt mal zu testen, werde ich es auf jeden Fall mal machen. Was sagt ihr zu diesen paar Neuerungen der Echo-Produkte? Findet ihr das sinnvoll oder nicht? Und würdet ihr euer bestehendes Echo eintauschen für das neue? Ich glaube, ich werde es nicht eintauschen, aber ich werde mir ein neues dazu holen und es einfach irgendwo anders platzieren. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao.